front. Go, go, go. Okay, Bruno Bonds, Bruno Bonds. Und nach einem sehr längeren Trailer begrüße ich euch zum offiziellen DTM Game 2013, die Demo-Version. Richtig, denn heute hat man ein neues DTM-Spiel für dieses Jahr noch angekündigt. Die Demo gibt es bereits kostenlos zu downloaden. Ich habe es gleich gemacht. Link stehen in der Infobox. Ansonsten lasst das Spiel beginnen. In diesem Spiel kann man leider nur Rundenzeiten fahren. Erst die Rennen sind in Originalspiel enthalten. Laut Informationen soll dieses Spiel aber noch im letzten Quartal dieses Jahr erscheinen. Wir haben hier die drei Werkshersteller, Audi, BMW und Mercedes. Wir fahren Audi. Ansonsten würde ich sagen, nicht lange labern, das Intro war lang genug. Gleich ab auf die Strecke. Ich habe es kurz angetestet, ich muss sagen, die Steuerung ist sehr, ja, schwierig zu sagen, sehr empfindlich. Aber mit wenig Übung bekommt man das überwiegend hin. Ja, wir sehen hier, und ich habe mich riesig gefreut, für mich ist es ganz ehrlich das Highlight im Jahr, dass ein neues DTM-Spiel rauskommt, aller Games. Und ja, ihr wisst ja, ich bin ein großer Motorsport-Fan, vor allem die DTM begeistert mich jedes Jahr. So, dann los, macht mal hin, ab auf die Strecke. Nicht lange warten, wir wollen beginnen. So, fahren. Dann raus auf die Strecke und wir fahren in Audi. Das sehen wir, wir fahren Adrian Trombay. Im Audi der Saison 2000. Links und
Wir fahren auf dem Hockenheim, das ist ja leider die Demo. Lausitzring gibt es also noch nicht. Meine Lieblingsstrecke im gesamten Rennkalender. Jetzt fahren wir runter auf die Arnolder Kurve. Im sechsten Gang. Ja, ich muss wirklich sagen, es sieht wirklich alles sehr realistisch aus. Das Einzige, was mich ankotzt, sind diese Fahnen auf diesen Tribünen. Das ist ein bisschen unrealistisch, weil da gar nicht so eine großen Fahne geschwenkt. So, rein in die Mercedes-Benz Arena und auf die Arena. So. Weit rausgefahren, kleiner Verbremser, großer Verbremser. Aber das ist ja nur die Einführungsrunde, die Runde beginnt ja bei Start und Ziel. So, rein. Und da ist der nächste Verbremser. Oh, ein großer Verbremser. Mal schauen. Also wie gesagt, sehr empfindlich noch die Steuerung, aber ich denke mal, das bekommt man hin. Ja, jetzt geht's auf Start und Ziel. Rein in die Runde. Ich bin gespannt. Sehr gut getroffen, die erste Kurve, muss ich jetzt mal sagen. Da seht ihr wieder sehr kompliziert. Dann haben wir noch eine andere Sicht und das ist die hier von ganz vorne, von der Nase des Autos. Ich habe die Kurve mal gut getroffen. So. Okay, die ist aber auch sehr gut getroffen. Mit Geschwindigkeit also jetzt hier hoch. Ups, da ist ein bisschen abgekürzt, das ist dumm. So, und jetzt geht's rein in die Kurve runter. Nee, die habe ich. Also ich muss sagen, ich komme gar nicht mal. Ich komme eigentlich ganz gut klar mit dieser Sicht. Da wollen wir mal. Oh, nee, komm, fahren wir auch schon. Da wollen wir mal die Runde probieren. So, Runde war ungültig, aber jetzt alle guten Dinge sind drei. Wieder raus auf die zweite Kurve. Die haben wir auch ganz gut getroffen. Ja, warum sich jetzt manche fragen werden, ja, warum war das jetzt ungültig? Die DTM-Regel besagt ja, dass man, wenn man mit allen vier Rädern außerhalb der Strecke ist, wird die Rundenzeit gestrichen. Und dies ist mir leider zu oft passiert in der Runde. So, jetzt sind wir auf unserer Lieblingskurve. Nein. Und, boah, diese Kurve ist doch der letzte Scheiß. Also, wieder ungültig. Diese Harnadel-Kurve ist sehr, sehr schwer. Macht mich gerade ein bisschen aggro. Auch noch so gut getroffen. Mit großen Bremsproblemen. Rein wieder. Haben wir uns doch gerade so drinne gehalten. Ja, ungültige Runde. Da wird es mir gerade gezeigt. Ja, und jetzt sind wir auch komplett raus. Also, schade. Und jetzt drehen wir uns auch noch. Schade, jetzt ist alles weg. So, und wir machen mal kurz Pause. Wir gehen mal auf Verlassen. Wir probieren nämlich jetzt mal, meiner Meinung nach, ein anderes Auto. Komm, wir nehmen jetzt mal Mercedes. Dann probieren wir mal dieses Modell.
Ja, wie ihr sehen könnt, im Spielmodus, im kompletten Spiel wird dann das Einzelrennen, der Championship, Streckentest, Wettbewerbe sowie Leaderboard Challenge enthalten sein. Es gibt drei Schwierigkeitsstufen: No Race, Amateur und Get Real. Ich glaube, wir fahren auf Amateur, ich weiß es nicht, aber ich muss euch wirklich sagen, dieses Spiel ist von der Steuerung her nicht einfach. Man muss sich da wirklich gut reinfinden. Ja, was gibt's noch sonst noch zu sagen? Eigentlich nichts. Ich freue mich, wie gesagt, dass dieses Spiel jetzt endlich auf dem Markt ist. So. Und wir sehen, das sieht von innen schon mal alles komplett anders aus. Und so sieht es also von oben aus. Wir fahren Christian Vitores, merke ich gerade. Und rein. Also überhaupt nicht einfach. Das wird also noch. Muss ich doch wohl noch lernen. So, leichter Verbremser, nicht wundern, das war gerade ein Problem und ich habe wirklich diese großen Probleme mit dieser Kurve. Also. Überhaupt nicht einfach. Aber der lenkt auch nicht so, wie ich das gerne haben würde. Also da kann man wirklich noch einiges verbessern. So, jetzt geht's rein. Schnell auf die Kurve und da haben wir den nächsten Verbremser, wie ich es erahnt habe. Ich werde mal die Sicht ändern für euch, damit ihr auch mal einen Blick auf diese Perspektive habt. So sieht es also vom Fahrer, von der Fahrerperspektive aus. Und wirklich sehr gut nachgemacht, diese Bodenwellen, die spürt man. Rein, zurück auf Start und Ziel jetzt gleich. Ah, da sind wir auch weit raus, aber Gott sei Dank. So, also Start und Ziel, wir probieren es. Und rein geht es. So. Bremsen, erste Kurve. Ey, da sind wir, glaube ich, schon zu weit raus. Und ich glaube, die Runde ist schon ungültig. Ich weiß es nicht. Wir fahren mal weiter. Also, ich habe es, glaube ich, bis jetzt noch nicht geschafft, eine gültige Runde hinzulegen. Also, ich muss mich da echt noch reinfinden. So, jetzt sind wir bei dieser Haarnadel. Ich bremse mal lieber jetzt schon. Wie ich es ahnen werde. Nee. Wir haben diesmal diese harte Kurve überstanden. Aber ich glaube, der andere Verbremser von da vorne, der hat uns schon die Runde gekostet. So. Ja, jetzt kommt der Verbremser hinzu. Schade, schade. Oh, jetzt bin ich. Scheiße. Jetzt hat der Kontrolle über das Auto verloren. Jetzt haben wir eine ungültige Runde. Schade, schade. So. Ich werde nochmal eine Runde probieren. Dann können wir vielleicht nochmal auf den BMW umsteigen, damit ihr wirklich alle drei Hersteller gesehen habt. Hier ganz gut hinbekommen und rein geht es noch mal eine Runde im Mercedes. Oh, das gibt es doch nicht. Also ich tue mich hier wirklich noch ganz schön schwer, unnötig schwer, sagen wir es mal so. Ich würde euch gerne etwas ordentlich ist in Sachen Rundenzeiten liefern, aber das kommt bei mir noch nicht ganz so gut zustande. Jetzt wieder auf die Haarnadel hinunter.
Und erstmal Abbremsung. Aber auch ganz gut bekommen. Also mittlerweile habe ich den Dreh bei dieser Hammerkurve eigentlich zu gut raus. Hier brauchen wir nicht abbremsen, hier kommen wir auch so rum. Und mit Speed in diese Kurve hinein. Auch diese haben wir sehr gut getroffen. Also bis jetzt steht noch nichts davon Runde ungültig. Also noch habe ich Hoffnungen. Oder stand schon was da? Weiß ich nicht. Könnt mich ja mal erinnern. So. Auch diese Schikane gut überstanden. Jetzt kommt... Nochmal kurz abbremsen. Rein. Und zurück auf Start und Ziel. Und ich weiß nicht, ob die Runde gilt. Ich hoffe es. Neue Sitzungsbestleistung. Die Runde hat gezählt. Also, ich habe eine Runde, die gewertet wird. Na, immerhin. Hat sich das doch noch gelohnt. Vielleicht können wir da jetzt nochmal eine Bestzeit drauf, nämlich. Wir werden es sehen. Nein, da seht ihr meinen Geist vor mir. Der ist um einiges voraus. Da sehe ich mal, wie scheiße ich fahre. Ach, ja, ich fahre wirklich. Na, jetzt bin ich auch weit raus. Die Runde wird ungültig sein. Ich weiß es nicht, wir werden das sehen. Also ich muss ja wirklich eine ganz gute Runde hingelegt haben. Jetzt ist das Auto ganz schön unruhig. Na, wird es. Naja, jetzt bin ich raus. So, ich würde ja noch mal einmal wechseln auf den BMW. Damit ihr den auch noch sehen könnt. Oh, scheiß Mücke. Ja, hallo Leute, und da bin ich nochmal. Ich muss an dieser Stelle leider abbrechen. Es gab wieder mal technische Probleme. Diese sind allerdings jetzt behoben. Ich hoffe, soweit ihr hattet einen guten Einblick in dieses Spiel. Abonniert uns, liked uns. Den Download-Link werde ich mal in die Infobox unten reinpacken. Würde mich freuen, wenn ihr uns weiterhin verfolgt. Auf YouTube. So, ansonsten ist dieses Spiel ist mein persönliches Highlight dieses Jahr. Was ist euer Highlight in Sachen Gamings? Oder Games generell? Schreibt es mal in die Kommentare. Mich würde das mal interessieren. Ich lese mir das dann mal durch. Ansonsten, haut da rein und jo. Ja.